Müsste es sein, wenn ich nicht richtig liege? Wenn ich nicht richtig liege, vor allen Dingen. Als allererstes kurzes Update zum creepy Nachbar von gegenüber aus seinem Büro. Er hat immer noch die Rollladen runter. Die hat er runter, seit ich euch das erste Mal davon erzählt habe. Also jetzt durchgängig seit einer Woche oder so. Also ich weiß nicht, ob er die jetzt nie wieder hochmachen will, solange ich hier wohne. Ich bin gespannt, wie es weiterläuft. Ich habe bisher heute schon gefrühstückt und war laufen, habt ihr ja gesehen. Dann war ich unter der Dusche, habe meine Haare gewaschen, was auch mal wieder dringend nötig war, habe mich fertig gemacht und ich habe das Gefühl, ich sehe ein bisschen over alles aus. Also irgendwie ist ein bisschen intensiv geworden heute mein Make-up. Aber was soll's. Ich habe heute ein paar neue Pflegeprodukte ausprobiert, über die ich mich sehr gefreut habe. Hatte ich ja gestern im Vlog, also beziehungsweise für euch vorgestern schon erzählt, dass ich mich sehr, sehr gefreut habe, dass ein Paket bei mir angekommen ist. Und zwar von Paula's Choice. Und ich habe ja bereits in den letzten Videos sehr viel darüber geredet, dass meine Haut hier leider sehr schlecht geworden ist. Jedenfalls habe ich freundlicherweise von Paula's Choice ein paar Produkte zur Verfügung gestellt bekommen, die auch genau darauf ausgelegt sind, Unreinheiten zu bekämpfen. Und darüber bin ich unglaublich froh und freue mich sehr darauf, die ausprobieren zu können. Denn ich denke, ihr alle wisst, wie sehr man unter Unreinheiten leidet und wie unwohl man sich damit fühlt und wie sehr das auf die Stimmung schlagen kann, wenn man sich mit seiner Haut nicht wirklich wohl fühlt. Das sind die Produkte, die ich bekommen habe. Einmal aus der Clear-Reihe den Normalizing Cleanser. Das ist einfach ein Reinigungsprodukt. Dann aus der gleichen Reihe, also auch aus der Clear-Reihe, die Exfoliating Solution. Das ist so eine Art Gesichtswasser, wenn man das so sagen kann, was aber gleichzeitig auch die Haut peelt. Und dann ebenfalls aus dieser Reihe noch das Daily Skin Clearing Treatment. Das ist wie so eine Art Tagespflege. Stand allerdings dabei, dass wenn das irgendwie zu aggressiv ist, man das nur alle 2 Tage verwenden soll. Deswegen habe ich als normale Tagespflege was ausgesucht, was richtig viel Feuchtigkeit spendet, weil meine Haut momentan auch sehr dehydriert und ausgetrocknet ist. Das ist jetzt aus der Calm-Serie, die ist auch für besonders empfindliche Haut geeignet und er hat auch SPF, was auf jeden Fall immer gut ist. Dann gibt es von Paula's Choice so verschiedene Booster, die gibt es wirklich für jeden Hauttypen. Das ist der Niacinamid Booster. Der ist an sich für jeden Hauttyp geeignet, aber es stand auch dabei, dass der besonders für ölige Haut und zu Akne neigender Haut geeignet ist und das ist ja, wie so eine Art Serum, was man mit so einer Pipette aufträgt. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Es soll die Poren minimieren und die Haut so ein bisschen, ja, weicher aussehen lassen. Und auf dieses Produkt hier war ich mit Abstand am allermeisten gespannt, denn sowas habe ich bisher noch nie von irgendeiner anderen Firma gesehen. Das heißt auf Englisch Clear Acne Body Spray. Auf Deutsch hat das allerdings einen anderen Namen. Ich glaube, das heißt Clear Exfoliating Body Spray. Und das ist, wie der Name halt schon sagt, ein Körperspray, was gegen Akne am Körper hilft. Und das Praktische daran ist, dass das halt so einen Sprühverschluss hat und man das dann wirklich in jeder Richtung sprühen kann. Also besonders am Körper, wo man sonst vielleicht nicht so einfach rankommt, vor allen Dingen am Rücken. Denn ich habe leider auch Unreinheiten und Ausschläge am Rücken bekommen. Ein sehr, sehr unangenehmes Thema, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt. Das finde ich eigentlich fast noch unangenehmer als im Gesicht, um ehrlich zu sein. Deswegen bin ich da wirklich super gespannt aufs Testen. Ich habe so ein Produkt vorher noch nie bei irgendeiner anderen Firma gesehen und finde das wirklich sehr, sehr interessant und hoffe sehr, dass es einen Unterschied macht. Ich habe die Produkte jetzt alle erst 2-mal benutzt, also gestern Abend und heute Morgen. Bisher hatte ich keine Unverträglichkeitsprobleme oder irgendwas, also es war sehr angenehm in der Anwendung, aber das ist natürlich auch nur ein allererster Eindruck. Ich habe das alles noch nicht Langzeit getestet oder so, aber ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, es auszuprobieren und ich hoffe so sehr, dass es meiner Haut irgendwie hilft. Am coolsten an der Sache ist, dass wir auch einen Rabattcoupon zur Verfügung gestellt bekommen haben für euch. Der heißt Consider X Paula. Ich blende den hier auch nochmal ein. Damit bekommt ihr 15% auf das gesamte Sortiment bei Paula's Choice und es gibt
Free Shipping, also keine Versandkosten. Und er ist gültig bis zum 28.10. um Mitternacht, aber nach deutscher Zeit, also nicht nach meiner Zeit, sondern nach eurer. Also falls euch eines der Produkte interessiert, dann schaut da einfach mal vorbei. Ich verlinke die Website auf jeden Fall in der Infobox. Jetzt mache ich mich erstmal kurz fertig, packe meine Sachen und dann geht's los in die Stadt. Ich bin verabredet, um auf der Highline spazieren zu gehen. Da war ich jetzt schon ein paar Mal und das stand auch immer wieder in den Kommentaren, dass ich da mal hin soll. Ich war schon 3 Mal, glaube ich, mittlerweile da und fand es jedes Mal wunderschön. Und heute gehe ich nochmal mit und nehme diesmal endlich die Kamera mit. Aber jetzt muss ich erstmal Sachen packen. Wenn Leo und ich uns unterhalten, dann sieht das meistens so aus. Ist das bei jemandem von euch auch so mit eurer besten Freundin oder so? Vorgewarnt und wir gehen jetzt zur Highline. Caro war noch nicht da. Ich freue mich schon. Es ist mega gutes Wetter nochmal. Es ist irgendwie unvorstellbar, dass es letzte Woche so kalt war und jetzt ist hier wieder Sommer. Grad. Ja, heute so 26 oder so, ja, ne? Morgen 28. Der Wahnsinn. Der Wahnsinn. So, wir sind jetzt oben auf der Highline angekommen. Für diejenigen von euch, die gar nicht wissen, was die Highline ist, das ist. Erklärt man das? Eine stillgelegte Metrolinie, genau, sozusagen. Die dann grün bepflanzt wurde und jetzt kann man hier so voll schön spazieren gehen und man hat hier einen schönen Blick über die Stadt und ich wollte eigentlich den Satz noch irgendwie fortsetzen, jetzt habe ich nicht mehr mit was. Auch nicht, was. Es ist auf jeden Fall ein Besuch wert, also falls ihr hier seid, das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, am besten bei gutem Wetter. Achso, und hier ist so ein bisschen immer so Kunst verteilt, also so ein bisschen Street Art, was man sich angucken kann, so verrückte Skulpturen und so, das ist ganz cool. Und es ist immer sehr viel los. Und dann ist hier auch so eine etwas berühmtere Statue von so einem halbnackten Mann. Ist ein bisschen creepy, vor allem wenn man nicht Bescheid weiß. Deswegen steht da so eine Warnung, die auch sehr witzig ist. So, das ist die Statue, von der ich erzählt habe. Und es sieht wirklich extrem realistisch aus, muss ich mal sagen. Übrigens mega gute Pizza. Solltet ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Auch sehr, sehr cool ist, ist da diese Aussicht, so ähnlich wie so ein Kino. Ist irgendwie schwer zu beschreiben, aber da kann man so über die Straße gucken. Da gehen wir jetzt mal hin. Also hier kann man sich dann da so hinsetzen und da runter gucken. Das ist mal eine ordentliche Kamera, würde ich sagen. Hier gibt es auch so ein paar Essensstände, wo es so ein paar Snacks und Süßes gibt. Und wir holen uns jetzt hier ein Empanada. Habe ich bisher noch nicht gegessen. Ich bin mal sehr gespannt. Was war in deinem nochmal drin? Pulled Pork. Ah, Pulled Pork. Und ich habe irgendwie irgendwas Classic Beef oder sowas Classic genommen? Classic Beef, ja. Ja, Classic Beef. Ich bin sehr gespannt. Das ist, glaube ich, nur noch super heiß. Ja. Wir haben beide Hot Sauce dazu genommen und ich glaube, die Hot Sauce ist auch wirklich richtig hot. Hier sieht man zum Beispiel noch die alten Gleise, die jetzt so grün gepflanzt sind. Sieht schon echt sehr cool aus. So, wir sind runter von der Highline. Hat es dir gefallen? Ja, es war, wollte dich nicht unterbrechen, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte nur mal voll abschalten. Ja, doch, es war sehr schön. Jetzt machen wir das Coole, wovon ich vorhin schon geredet habe. Und zwar gehen wir zum Magnum Store in Soho. Das ist dieser Laden, wo man sich sein eigenes Magnum-Eis so verzieren kann. Ich weiß nicht, ob ihr schon was davon gehört habt. Habe ich auf jeden Fall überall all over Instagram gesehen und muss da natürlich hin. Caro möchte auch hin. Ja. Wir treffen uns noch mit 2 anderen Mädels, die da auch hin wollen. Und wir hoffen alle, dass der Laden noch nicht zu hat. Wir sind uns nicht so ganz sicher, weil irgendwo im Internet stand, dass er eventuell schon zu hat.
Wir haben gerade mit dem Mädchen geschrieben, was noch mit hinkommt, und die ist schon da von dem Laden und er hat zu. Das ärgert mich richtig, weil ich schon so oft daran vorbeigelaufen bin, als er noch offen hatte. Und mir immer dachte, ich spare mir das nochmal auf für einen richtig schönen Tag. Ja, zu spät. Jetzt laufen wir mal trotzdem dahin und dann gucken wir, ob wir irgendwas anderes Schönes finden. In Soho gibt es ja 1 Million coole Restaurants und Cafés und ich weiß nicht was. Ich habe auch eine Idee, wo wir stattdessen hingehen könnten. Also machen wir das Beste draus. Aber ich bin echt enttäuscht. Ich habe mich so darauf gefreut. Ich habe mich auch. Das ist echt schade. Ja, richtig, richtig schade. Wir waren, wie ihr gesehen habt, bei Chobani. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Und das ist eigentlich so eine Art Joghurtfirma, wenn man das so sagen kann. Also davon gibt es im Supermarkt einfach hier ganz normal Joghurts zu kaufen. Und die haben halt in Soho so einen Laden, wo es dann in süß und in herzhaft verschiedene Joghurts gibt. Ich war da vorher schon mal und ich werde auch einen Blogpost darüber schreiben. Deswegen werde ich jetzt nicht mehr so viel darüber erzählen. Seid gespannt auf den Blogpost. Und jetzt werde ich mich einfach nur noch vor den PC setzen und schneiden. Das ist mein gesamtes Abendprogramm, aber so ist das halt, wenn man daily vloggt. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Morgen wird kein Video kommen am Samstag, sondern dafür am Sonntag wieder ein Hauptvideo. Ich hoffe, ihr freut euch und so sehen wir uns dann am Montag wieder. Bis dann!